Oh Gott, 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 oh mein Gott. Leute, bevor das Video richtig anfängt, wollte ich gerade mal gesagt haben, ich habe zwei Fan-Profilbilder. Die werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. So sehen sie aus. Das und das. Und die Leute könnt ihr bei YouTube, bei Instagram, bei Discord. By the way, falls ihr noch nicht auf Discord, auf meinem Discord-Server seid, kommt da drauf. Link in der Beschreibung. Könnt ihr gerne reinmachen als Zeichen, dass ihr ein Fan seid. Viele haben sich letztens im Livestream gewünscht und habe ich es einfach beauftragt. Und jetzt habe ich zwei Fan-Profilbilder. Ziemlich cool. Könnt ihr euch einfach in der Videobeschreibung kostenlos downloaden und dann einfach so benutzen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir Roblox Jailbreak. Und es hat ein Update und wir brechen direkt hier mal aus. Und da steht schon ein Lambo für uns ready. Und es sind neue Robberies reingekommen. Der Freighted Hardy ist auch noch dabei. Der redet nur nicht. Und es sind neue Robberies reingekommen. Also was heißt neue Robberies? Die Bank und das Juwelier wurden verändert. Und ich war da noch kein einziges Mal drin. Ich habe schon direkt eine Keycard. Wir sind auf einem privaten Server. Und ich bin echt mal gespannt, wie es da drinne aussieht. So, das sieht ziemlich glitchy aus, wenn man so, wenn man das so sagen kann. Wo fährt er uns jetzt hier hin? Ich denke mal, er wird gucken, was er jetzt als nächstes offen hat. Klingt zumindest logisch. Ich hoffe, meine Audioqualität ist einigermaßen okay. Und das hier sieht ziemlich auf aus. Da würden wir ja mal hier direkt reingehen. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Wow. Alles klar. Ich guck mal, wie er das macht. Ah, okay. Ich gehe hier hin. Oh Gott, macht der Schaden? Zum Glück nicht. Und da hat er aufs Maul bekommen und er wird sterben. Er wird sterben. Oh, ganz knapp nicht. Gut, warte. So, ich renne jetzt hier auch hin weiter. Zack. Und ja, einer. Ich werde mal hier das Dynamit placen. Oha. Das ist schwierig. Ah, okay, hier kann man sich hinstellen. Okay, gut, gut. Die Musik ist mehr als episch. Er ist gestorben. Oh Gott. Ich sterbe auch noch. Komm schon. Nein! Ich bin auch gestorben. Alter, es ist anspruchsvoll. Jo. Bin auch tot. Das war echt krass. Da habt ihr auch gerade die Musik gehört. Ich habe die Musik jetzt aber mal ausgemacht. Jetzt haben wir keine Keycard mehr. Das ist ziemlich belastend. Aber wir gucken jetzt mal, ob dieses verbuggte Juwelier auf hat. Aber das sieht ziemlich... Was ist das? Also die haben das eindeutig anspruchsvoller gemacht, kann man so sagen. So, dann holen wir uns jetzt auch noch eine Keycard, damit wir gleich nochmal in die Bank kommen. Ich habe gelesen, 4 neue Bank-Robberies, also es ist anscheinend immer was Unterschiedliches, wenn man da reingeht. Denke ich mal. Und das Juwelier hat man ja auch gerade gesehen, ist auch eindeutig anders. Die machen echt Mad City Konkurrenz, muss man so sagen. Aber das sieht ziemlich komisch aus. Ich denke mal nicht, dass das gewollt ist. So, hier scheint er nicht gespawnt zu sein. Dann ist er im Prison. Wenn man sagt, ah, hier ist er schon. Okay, gut. Wir haben eine Keycard und diesmal sterben wir nicht. Gut, jetzt hole ich ihn noch netterweise beim Prison ab. Der Bugatti
Ist nice. Okay, jetzt kommt der Cargo-Zug. Okay, spawnt er hier? Ja, okay, er spawnt hier. Da muss ich leider zugreifen. Tut mir leid, Luca, an der Stelle. Oh, das Juwelier hat auch offen. Das werden wir uns dann gleich angucken. Oh Gott. Und da sieht man schon, dass das Gold durchfliegen kann. Hält der jetzt hier auch? Ah ne, der fährt ja komplett. Das ist ja der alte Zug sozusagen. Okay, man kriegt hier immer noch 4000 raus. Gut. Ich sehe schon rechts auf meinem Bildschirm, meine Tonspur ist dezent im Arsch. Ich hoffe, ich kann das gerade noch gleich noch gerade biegen, dass ich mir wenigstens halbwegs plausibel anhöre. Ich glaube, ich sollte mir echt mal ein Mikrofon besorgen, wo man kein Mischpult für braucht, weil das ist irgendwie katastrophal. Ich weiß auch nicht. Wobei, ich habe ja das Rode NT1A, das ist eigentlich ganz gut. Also das haben die meisten Leute, aber gut, voll sind wir. Okay, draußen. Jetzt zum Juwelier. Ich bin ja direkt daneben. Ich bin echt mal gespannt. Er schreibt schon Juwelier. Wir sind da. Okay, der ist schon drinne. Wow. Oh, ich habe direkt schon auf die Schnauze bekommen. Okay, die Musik ist hier drin auch anders. Aber ich will eigentlich ungern sterben. Kann das auch von hier oben kaputt schlagen? Habe ich noch nie getestet, glaube ich. Ne, kann man nicht, aber dann gehen wir hier hin. Das ist ja kein Problem. So, du bist kaputt. Du auch. Da ist noch eins. Ich bin gleich wieder full life. Ich bin echt mal gespannt, weil oben sah es sehr glitchy aus. Jetzt müssen wir hier warten, bis die Teile respawnen. Also die Musik ist sehr episch, ich kann sie euch kurz mal einblenden. Gut. Können wir gerade mal öffnen. Danke auf jeden Fall an die Leute, die mir Saves schenken. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das geht, falls ihr es auch machen wollt. Damit unterstützt ihr mich eigentlich ein bisschen. Also ist halt immer nett, ist halt ein Geschenk. Gut, ich lasse ihn mal vorgehen. Ich denke mal, er war schon mal hier drin. Okay. Das war jetzt ja nicht sonderlich schwer. Ich denke mal, ich habe ja letztes Video gemacht, wie man die Bank ausraubt. Das werde ich dann, also das ist halt nicht mehr aktuell. Muss ich dann in den Titel schreiben, weil die Bank ist jetzt ja komplett anders. Dazu werde ich auf jeden Fall dann auch noch Videos machen. Aber das hier ist irgendwie, also sah für mich ziemlich verbuggt aus. Weil man konnte halt immer am Rand langlaufen, weil die Teile ja außen sind, wie man sieht. Deshalb konnte man einfach am Rand lang laufen, war keine Challenge. Deshalb wird ein Video dazu kommen, sobald halt das gefixt worden ist von Jailbreak an sich. Und zur Bank, da gibt es ja jetzt 4 Bankausfälle, das wird ein bisschen längeres Video dann. Dann werde ich mir angucken, wie man am besten was macht und so. Und wie das überhaupt geht. Bin ich mal gespannt, wie ich das umsetze, das Video. Könnt ihr auf jeden Fall angucken, also abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das Video zum Beispiel nicht verpasst, weil ich denke mal, viele werden es, also schreiben viele Leute in die Kommentare, dass sie es jetzt nicht mal schaffen, die Bank und das Juwelier auszurauben, und das wird dann ja noch schwerer. Und deshalb mache ich dann halt das Video, um dann sozusagen euch zu helfen. Dafür bin ich da, sag ich mal. So gut. Ab auf den blauen. Zu den neuen Zügen kann ich auch Videos machen, aber ich denke mal, das ist eigentlich selbsterklärend. Also Juwelier und Bank auch, aber das ist halt was schwieriger. Ich meine, so einen Zug auszurauben ist nicht so schwer, vor allem der hier nicht. Habt ihr gerade gesehen, wie es geht?
Da braucht man keinen Pro-Guide. Ich bin fast Level 30, das freut mich auf jeden Fall, weil Level 30 kann ich mir endlich den Torpedo holen. Und das ist schon ein Schmuckstück auf jeden Fall, der schneller als der Bugatti. Ich weiß nicht, ob er im Rückwärtsgang auch schneller als der Bugatti ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er schneller als der Bugatti ist. Gut, ich bin voll. Dann raus hier. Können wir noch da drauf? Nee, schade. Wir gehen getrennte Wege. Falls ich das jetzt mit der Bank falsch verstanden habe, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren aufklären. Wäre sehr freundlich von euch. Und der Tesla ist immer noch ein Biest. Ich bin noch nie da unten lang gefahren. Wo kommt man hier raus? Hier, das ist ja ideal. Okay, die Bank hat jetzt noch zu. Dann warte ich mal kurz, dann mache ich gerade einen kleinen Cut, bis die Bank dann auf hat. Okay, ich mache doch keinen Cut, weil die Bank direkt auf hat. Okay, diesmal geht es anders runter. Habe ich doch gewusst. Okay, das ist jetzt die normale Bank, sag ich mal. Nur ein bisschen upgegradet noch. Aber die letzte Bank habe ich echt nicht verstanden. Weil, ich meine, wie soll man da robben, wenn da war überall Gold, aber da waren auch halt diese Laser. Das ist sehr schwer, aber ich denke mal, da kriegt man noch ein bisschen mehr Geld raus, weil sonst ist es unfair, weil das hier ist im Vergleich zu dem, was eben da war, viel schwieriger. Oder das hier ist viel leichter halt. Auf meiner Audacity-Datei habe ich noch nie so komische. Ich verstehe nie, was mit meinem Mikro falsch ist. Irgendwas habe ich falsch eingestellt. Das kann ich mir nicht erklären. Ich sehe da so komische Frequenzen. Ich zeige es euch mal kurz. Hier. Das war ein Audacity. Und hier nehme ich halt gerade meine Stimme auf. Aber eben ist es so richtig, einmal so kurz hier so hochgeschlagen. Richtig komisch auf jeden Fall. So, und raus hier. Okay, dann halt nicht. Egal, dann gehen wir hier oben raus. Wenn das überhaupt noch geht. Ja. Gut, also das Juwelier ist wie gesagt noch ziemlich buggy, sonst kann ich mir das viel schwieriger vorstellen. Weil, ja, ihr seht's. Okay, Jungs und Mädchen, Planänderung. Der Zug kommt, der Passagierzug aber. Ich weiß nicht, wie geht man am besten in den Rhein? Wie haben wir das beim letzten Mal gemacht? Ich glaube, wir sind aufs Dach gesprungen. Okay, das haben wir verkackt. Das haben wir hardcore verkackt. Wir haben den ganzen Zug verkackt. Das hat jetzt niemand gesehen, okay. Müssen einfach zu Flash werden. Der fährt ja gar nicht hier lang, oder? Doch, der kommt hier. Aber wie steigen wir jetzt hier ein? Müssen hier reinspringen. Ah, ich bin drauf. Okay, nice, ich bin drin. Hier ist aber nichts. Ja, gut. Aber hier fällt ja das ganze Geld weg. Da muss ich gleich hier im vordersten Waggon looten.
Und danach denke ich, oh, das Juwelier mal auf. Und ich wollte euch zeigen, wie man das macht. Ihr geht auf Buy Saves und dann auf Gift. Und dann gebt ihr hier einfach meinen Namen ein. Mein Name ist Jojo Craft HP. Genau so. Dann komme ich hier. Dann drückt ihr auf Gift. Also erstmal das Save auswählen natürlich. Wenn ihr das machen wollt, unterstützt ihr mich ein bisschen. Das wäre nämlich ziemlich cool von euch, wenn ihr das macht. Ist aber eure Sache, was ihr mit eurem Geld macht. Also ich will euch hier nicht dazu zwingen oder sowas. Gut. Der müsste jetzt hier anhalten. Ja, gut. Das brauchen wir noch. Okay, perfekt. Wir sind voll. Raus hier. So, jetzt holen wir uns ein Motorrad. Und das Juwelier hat gerade geöffnet. Er läuft komplett woanders hin. Ist ja ein Autospawn. Oh ja, sehe ich jetzt erst. Motorradspawn da. Gut, let's go. Wir brennen. Weil wir haben so Geldpartikel, Feuerpartikel. Ziemlich krass auf jeden Fall. Diesen Cargo-Skin, den er hat, den habe ich gar nicht. Den habe ich mir nicht gekauft oder habe ich auch nie gezogen. Ich glaube, den kann man sogar gar nicht ziehen. Ich bin fast Level 30, das freut mich auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall, wenn ich Level 30, kurz vor Level 30 bin, werde ich das auf jeden Fall live streamen. Weil ich meine, warum nicht? Und oh, es fehlt nicht mehr viel. Ich werde da live streamen und mir dann im Livestream dieses Auto da unten kaufen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, Mist. Ganz knapp. Ich nehme auch schon wieder seit 17 Minuten auf. Also meine Aufnahmen sind immer lang. Gut, dann machen wir jetzt auch das Juwelier und dann war's nochmal mit der Aufnahme, weil ich muss gleich auch noch zu einem Geburtstag und das ist ziemlich stressig auf jeden Fall. Deshalb, wenn das Video nicht so hochqualitativ geschnitten ist, wie es natürlich bei mir immer ist. Ne, mein Scherz. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie findet ihr meinen Videoschnittstil? Dann entschuldige ich mich bitte, wenn es nicht so, wenn es so aus dem Ärmel geschüttelt kommt. Das Juwelier ist auf und da gehen wir jetzt direkt rein und wir brauchen dafür keine Keycard. Da ist er. Oh mein Gott! Ich bin Hardcore Low Life. Die Musik hier drin ist auf jeden Fall viel epischer. Also, ich wird eh das Museum noch irgendwie bearbeitet, wobei ich das Museum schon relativ gut finde. Aber Jailbreak bringt jetzt schnell Updates raus, das gefällt mir. Damals haben die immer 3 Monate gebraucht, jetzt hasseln die wirklich durch wegen Mad City. Und Mad City bringt auch ordentlich Updates raus. Gut. Ich regeneriere auf jeden Fall mal voll. Ich schreibe ihm mal. Okay, die ersten Kisten respawnen wieder. Oder was heißt Kisten? Die ersten Diamonds, sag ich mal. Und ich gehe jetzt den Legit-Weg. Also ohne Glitch, weil das wird auf jeden Fall behoben, dass man hier einfach am Rand vorbeilaufen müsste. Normalerweise läuft man halt hier. Denke ich. Ich hoffe, ich passe hier überhaupt jetzt durch, weil wenn es buggt, dann ist es halt blöd. Okay, hier lang. Oh Gott, hier stehen bleiben. Hier. Okay. Und durch die erste Stage sind wir durch. Das war noch ziemlich einfach. Also ich habe einen Schaden, glaube ich, genommen. Und hier. Oh Gott. Ah! Hier sind auch noch Juwelen. Kann man die nehmen? Ja, kann man. Aber gut,
Das heißt, wenn man unten nicht voll wird, kann man einfach nach oben rennen und sich hier noch die Juwelen nehmen. Aber man kann sie auch als Rettung in Not verwenden, sag ich mal. Und hier sind wir auch durch. Okay, perfekt. Auf jeden Fall, ich denke mal, zum Juwelier wird, wenn es gepatcht wird, also wenn das richtig ist, sag ich mal, direkt ein Video kommen. Und hier, denke ich, muss man hier lang laufen. Auch wenn ich jetzt sterbe, ist mir egal. Ja, war eigentlich relativ einfach. Also wie gesagt, wenn das Juwelier dann richtig ist und nicht hier an der Seite rausguckt, wird dazu auf jeden Fall direkt ein Video kommen. Könnt ihr schon mal drauf freuen, also deshalb Glocke an und abonnieren. Und ein Like auf dieses Video da lassen. Dann würde ich sagen, was ist für diese lange Folge? Ich werde jetzt gucken, wie ich das noch geschnitten bekomme. Und falls ihr meinen Roblox Ingame-Merch, sag ich mal, noch nicht gekauft habt, damit ihr dasselbe anhabt wie ich, das hier, dann kauft das doch gerne. Und folgt mir auch auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Das war jetzt ein bisschen viel Eigenwerbung. Aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Und was mache ich am Ende? Überlegen, überlegen, überlegen. Ich brauche eine Rampe. Ciao. Leute. Okay, wohin fliegen wir, wohin fliegen wir, wohin fliegen wir? Rocket Fuel Waste. Oh Gott, 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 oh Gott